Es ist wieder soweit, Update-Zeit. In diesem Video alles über den neuen Brawler Sprout, den ultra coolen Coach Mike Skin, Tanuki Jesse Skin und Horus Bow Skin. Was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, Sprout. Sein Angriff. Er wirft einen Ball mit Saatgut, der rumspringt und dann explodiert. Wenn er mit einem Gegner kollidiert, platzt er sofort. Er hinterlässt ein Feld und alle, die von diesem Feld getroffen werden, nehmen Schaden. Er macht also Flächenschaden. Er kann über Hindernisse werfen, also genau wie Dynamite, Barley oder Tick, nur dass Sprout eben halt wirklich eine Fläche Schaden macht und nicht mehrere Minen wie die anderen zum Beispiel. Seine Super ist ganz besonders gut. Damit lässt er eine Weinhecke wachsen oder ein Rebberg, der nicht zu durchdringen ist von anderen Spielern. Sprout ist damit also der erste Brawler, der ein Hindernis auf die Karte setzt, wo andere nicht durch können. Damit könnt ihr zum Beispiel eure Gegner einsperren, damit ihr sie bewerfen könnt, oder ihr könnt sie von euch fernhalten und ablocken. Nach einer gewissen Zeit verschwindet die Hecke wieder. Sein Gadget. Sprout ernährt sich von einem Busch und gewinnt dadurch sofort neue Health. Seine Star Power Overgrowth funktioniert so. Wenn sein Angriff nicht mit einem Gegner kollidiert, explodiert der Angriff und hinterlässt Schaden in einem größeren Radius. Sprout kommt am 10. April raus. Und hier ein erstes Match von Sprout in Showdown. Wie spielt man ihn da? Hier die ersten Tipps. Sprout ist in der Nähe und auf Distanz gefährlich, da er ziemlich guten Schaden macht. Wie Tick, Barley oder Dynamite kann er über Mauern werfen und macht in einer Fläche Schaden. Büsche kann er mit seinem Schuss sehr gut abchecken. Und das Coole ist, wenn er auf Distanz daneben trifft, weil er in diesem Umkreis Flächenschaden macht, trifft er den Gegner trotzdem. Nutzt das aus! Auch ganz spannend, er kann um die Ecke treffen, weil sein Schuss abprallt von Mauern. Seine Super könnt ihr nutzen, um ein Hindernis zu bauen, dass der Gegner nicht an euch rankommt, oder um den Gegner einzusperren, damit ihr ihn mit den anderen Schüssen besser treffen könnt. Ich muss sagen, ich finde Sprout eine super Idee. Ich bin sehr gespannt, wie er in-game sich tatsächlich anfühlen wird. Was meint ihr dazu? Bitte hinterlasst einen Kommentar, wie euch Sprout gefällt. Vor allem die Geschichte mit dem Hindernis finde ich eine tolle Idee. Und hier der Coach Mike Skin, den finde ich ganz besonders cool, mit seinem Fußballtrikot und den Bällen, die er jongliert, ganz cool. So sieht Mike in-game aus, wenn er mit den Bällen rumläuft. So greift er an und so sieht dann auch seine Super aus. Hammer finde ich seine Sieganimation, wo er mit den Bällen jongliert, das ist ganz besonders gelungen. Der nächste, Tanuki Jesse Skin, auch diese Skin sieht ganz cool aus. So sieht sie in-game aus. Ihr Angriff, ihre Super, ihr Turm, Jesse, die neue Jesse Skin. Und ein ganz besonderes Highlight, Horus Bow. Der Skin wurde von einem Fan entworfen und hat es nun ins Game geschafft. Und Horus Bow ist wirklich etwas ganz Besonderes und sehr cool. Er sieht Hammer aus. Seine Schüsse sind Feuerpfeile. Wie geil ist das, bitteschön? Seine Super wirft goldene Minen. Auch ganz gut gelungen. Und auch seine Gewinnanimation, wo er die Pfeile in die Luft schießt, ist wirklich super gelungen. Was meint ihr zu all diesen Dingen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Freut ihr euch auch schon auf das Update? Also ich muss sagen, ich freue mich ganz besonders auf den neuen Brawler Sprout. Sprout kommt raus am 10. April. Bitte nicht vergessen, abonnieren und die kleine Glocke klicken, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal.